Hallihallo und herzlich willkommen ja, zu Little Nightmares. Wie man hört, meine Stimme ist immer noch angeschlagen. Übers Wochenende war ich ziemlich krank und ja, jetzt geht es mir wieder einigermaßen gut und deshalb nehme ich jetzt auch auf. Vor allen Dingen, es wird Zeit. Heute ist die letzte Folge draußen und übers Wochenende sind wir ja nicht da. Da sind wir ja bei Valkyria und Vito. So, ich habe herausgefunden, wie man hier hochkommt. Ich habe nämlich alles richtig gemacht, bis auf, dass diese Holzköpfe hier mir nicht helfen wollten. Man muss die dann dahin schleifen und dann helfen sie einem alle. Und wenn man das macht, dann ja, kommt man hier nämlich auch weiter. Rums. Und eigentlich müsste ich hier jetzt rauskommen. Tue ich aber nicht. Das ist ziemlich interessant. Komme ich da oben durch? Nein. Gut. Du komm mal mit. Eigentlich wollte ich den da hochschmeißen. Hallo. Irgendwas ist die ganze Zeit vor dem Fenster da. Das seht ihr hoffentlich auch. Oh! Herrgott. Und kann ich dann nicht einfach mit dem nach oben klettern? Warum geht das nicht? Gut, ich habe keine Ahnung. Eigentlich müsste das klappen. Weil jetzt weiß ich nicht, wie ich weiterkommen soll. Wie gesagt, ich hatte ja nachgeschaut. Und eigentlich klappt das, wenn man hier hinfährt. Aber irgendwie klappt das ja nicht. Vielleicht muss ich das Ganze jetzt aber auch hier hinziehen. Warten, bis das Schiff wieder seine Richtung schwenkt und dann das Ding loslassen. Das könnte auch sein. Nein. Anscheinend nicht. Gut, wieso macht ihr Geräusche, wenn ich springe? Jetzt geht er da hoch! Gut, ich habe keine Ahnung. Das ist ganz schön kacke. Ich habe meine Taschenlampe. Die hilft mir auch nicht. Ja. Ich habe ein Problem. Dubidubidu. Was ist das? Ah, Glas. Stimmt ja. Da war ja was. Ja, gut. Dann muss ich jetzt, glaube ich, gleich nachgucken, wie wir da durchkommen, weil das Problem ist, in diesem Level gibt es zwei Ansätze. Man kann nämlich erst oben rum oder erst unten rum. Wenn man erst oben rum geht, kann man allerdings nicht mehr zurück. Dieses Problem haben wir jetzt. Außer, wenn ich hier oben vielleicht langkomme. Bei dem anderen Level kann man dann nämlich danach nach oben. Das wäre jetzt sehr problematisch, wenn wir gar nicht mehr hier weiterkommen. Hier kommen wir durch. Ja, und hier nicht.
Gut. Wo kommen wir denn dann? Was ist das? Diese Puppe da sieht sehr gruselig aus. Was ist das? Kann ich da nochmal drauf drücken? Aha. Da sieht man die Orte, an denen wir damals waren. Und da sehen wir Six. Wie sie sich durch die Schuhe kämpft. Also, hier werden wir alle beobachtet. Das mit dieser Taschenlampe ist hier voll ätzend. Und wie gesagt, ich habe ja schon geguckt, wie man hier weiterkommt, weil sonst wären wir ja hier niemals hochgekommen. Und weiß daher, dass wir gleich, ja, komplett nur durch so eine dunkle Phase müssen. Ich freue mich. Das Problem ist jetzt, dass ich halt leider wirklich nicht weiß, wie wir hier zurückkommen. Oder wie wir die Tür aufkriegen, weil eigentlich müsste sie aufgehen. Hallo. Na, kommen wir nicht hoch. Ja, und da sehen wir halt nichts. Ach komm, warte mal. Machen wir das einfach mal hier an, dann ist es wenigstens ein Tacken heller. In dem ganzen Raum. Nein, lass das an! Hier auf die andere Seite kommen wir jetzt gar nicht mehr. Kaka! Wir müssten nämlich auf die andere Seite kommen, um wieder zurückzukommen. Nein! Wir sind vielleicht gerade darunter gefallen. Doof jetzt. Nein! Das ist jetzt nicht euer Ernst. Euch beide habe ich schon. Aber wo ist der Dritte? War der Dritte in dem Glas? Das fände ich jetzt ganz und gar nicht toll. Ah, da kommt der... Oh, Gott sei Dank. Das ist immer noch hier. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt nochmal schauen, wie wir jetzt weiterkommen, weil wir ein Problem haben. Gut, wir sehen uns dann gleich. Gut, ich bin doof. Ich habe mir das nämlich nur halb angeguckt. So. Ich wollte mich ja auch nicht zu sehr spoilern. Wahrscheinlich war ich deshalb so doof. Wir mussten das nämlich nicht an die Tür schieben, sondern dorthin. Dann da lang. Und dann könnten wir hier durch. Ups. Ups. Dann schieben wir das hier ein bisschen dran. Machen. Hallo, machen hier eigentlich auf. Und dann schnappen wir uns unsere Freunde und schieben weiter. Hallo, nehmen. Schieben. Nehmen. Ich will nicht euch schieben. Los. Schieben, schieben, schieben. Doof wäre es jetzt bloß, wenn es die Aufnahme nicht machen würde. Das wäre richtig toll. Hups!
Oh, doof, da ist jetzt alles kaputt. Und jetzt sind wir wieder hier. Hier wissen wir ja, wo wir sind. Hier waren wir ja schon mal. Und hier können wir jetzt hochklettern. Haben da alles gemacht, was wir machen mussten. Und können da runter. So. Das heißt, wir haben die Seite komplett fertig. Die sind da schön am Arbeiten. Und wir müssen dort hinein. Ich will dort hinein, nicht hinein. Das ist voll gemein. So, und ich muss jetzt mal gerade gucken, ob die Aufnahme jetzt wirklich läuft. Sie läuft, das ist supi. Gut. Sonst hätten wir nämlich schon ein Problem gehabt. So, Taschenlampe ist an. Ey! Ey, ey, Krumpelchen! Ey, ey, ey! Ey, mach auf! Ich will da doch mit dir... Hallo? Hallo? Nein! Komm her, bitte! Ah, Kuschelmode. Oh, Kumpel. Oh. Kuschelmode, die zweite. Ah. Dip, 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 dip. Dieser blöde Mauszeiger nervt. Etwas? Da kommen wir so nicht hoch. Wir müssen hier irgendwas tun. Hallo? Hüpf! Hallo! klappt ja super. So. Ich hab Angst. Ich weiß, dass hier noch Dinge passieren werden. Ich habe ja gesagt, das wird hier eine dunkle Sequenz. Versteck mich. Okay. Was passiert denn, wenn ich diesen Hebel dann nochmal drücke? Okay, das Ding ist wahrscheinlich kaputt. So wie es ausschaut. Ja, da leuchtet nichts. Das Ding ist kaputt. Dann raus damit. Und ab jetzt ist es duster. Und wir sind hier unterwegs. Im Dunkeln. Aber hier sind wir nicht alleine. Ihr seht ihn, oder? Nein! Oh, er ist so ekelhaft. Ich mag ihn nicht. Ich hasse ihn so sehr. Ja, gut. Wir müssen das also nochmal machen hier. Hallo.
Zack. Das Ding fällt aus. Das packen wir da wieder rein. Nein, das wollte ich nicht. Boah, komm bloß nicht zu uns. Ich probiere so leise wie möglich hier lang zu tapsen. Ich habe so Angst, dass die Kohle irgendein Geräusch macht. Ich bin voll angespannt. Ich gehe erstmal hier rein. Der kommt doch gleich. Ich kenne unseren Kumpel doch mittlerweile. Ich sag's ja. Ich kenne dich, Freund, ich kenne dich. Okay, der hält sich jetzt da in der Ecke auf. Der scheint uns meinem Schleichen aber nicht zu hören, was schon mal sehr gut ist. Hier sind schon wieder überall diese Kohlesplitter, die absolut nicht gut für uns sind. Nee, Kumpel. Nee, Kumpel. Nee, Kumpel. Deine Grabbels kannst du mal woanders lassen, bitte. Wo gehst du jetzt lang, hä? Ich bin so angespannt, es tut mir leid. Nein. Boah, was war das? Was tut er nur? Was tut er nur? Ey, boah. Geh weg, geh einfach weg. Das Problem ist, ich sehe ihn selbst nicht. Geh weg. Ich bin nicht da. Ich bin einfach nicht da. Ey, Kumpel. Ey, nee, ne? Ich bin hier weg. Verschwinde einfach! Boah, ey. Wie er auf dem Ohr rumschnauft, ne? Das Problem ist, dass man hier auch nur so ein paar falsche Schritte machen muss und schon hat man ihn am Arsch kleben. Ich weiß nicht, ob ich da hochkomme. Ich glaube nicht. Ah, da kommt er wieder. Verschwinde! Ist das eine Mausefalle?
Ah, so kommen wir von A nach B hier. Okay. Gehen wir hier mal hoch. Ich bin gar nicht da. Vergiss es einfach. Boah, nee. Der hat sich von A nach B gebackt, das haben wir alle gesehen. Ich habe Angst, dass Kumpel gleich kommt. Obwohl. Die Frage ist, wie will er hier reinkommen? Rein theoretisch nicht machbar. Kann ich hier hoch? Wie komme ich denn da hoch, du? Hier sind Dosen. Ja, ich habe sie super daneben geworfen. Wie habe ich denn... Ich habe mich geportet, das haben wir alle gesehen. Oder muss ich von hier aus dann direkt da drauf springen? Schaut nicht so aus. Oder kann ich die schieben? Nein, kann ich nicht. Die kann ich auch nicht ziehen. Also, wir müssen auf jeden Fall da oben lang. Da oben ist nämlich so ein Dings. Die Frage ist bloß, wie wir da dran kommen. Das ist halt wirklich eine gute Frage. Wie komme ich da dran? Schubidu-wap-papa. Ich habe keine Ahnung und das nervt mich etwas. Zieh dich hoch! Zieh dich hoch! So, gucken wir mal. Hier drunter steht auch nichts. Vielleicht ist die dafür Nutzer? Oder auch nicht. Ah, okay. Doch. Hier ist ein Höckerchen drin. Nein. Das ist das Tür. Höckerchen nehmen wir gerne. Jetzt ist die Frage, ob Höckerchen hier hin muss oder woanders hin. Aber ich vermute mal hier hin. Oder ich bin einfach zu doof für alles. So gefühlt. Hallo. So, nein. Gut. Gut. Da werden wir nicht drauf kommen. Da kommen wir mit dem Hocker auch nicht drauf. Das heißt, wir müssen wirklich da hinten den Hocker hinziehen.
Irgendwie dreht sich hier gerade alles im Kreis. Das ist auch sehr schön. So, das müsste jetzt klappen hier. Da drauf. Ja. Oder wir gehen einfach direkt da drauf. Da drauf. Oder wir schaffen es auch gar nicht da drauf. Hallo? Oh, was ist denn das jetzt gerade? Okay. Oder es geht halt auch nicht da drauf. Ich dachte wirklich, dass wir hier hin müssten. Weil es sieht so aus, als würden wir da die komplette Seite entlang können. Hallo? Nein. Sag mir jetzt nicht, ich habe mich da festgebackt. Leute, ich glaube, wir haben ein Problem. Oh, Gott sei Dank. Oh. Nein, 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 nein! Spring da raus! Junge! Hilfe! Ich komme da nicht mehr raus. Ich habe so die Vermutung, das ist hier falsch. Ich will da lang. Schieb das Ding doch einfach. Wir haben Probleme. Wir kommen hier nicht mehr raus. Gott sei Dank. Okay, gut. Wir nehmen den und schieben den einfach ganz woanders hin. Ja, jetzt bleibt uns noch die Variante da oder die da hinten. Probieren wir es einfach mal hier. Wenn das klappt, dann weine ich. Weil das so offensichtlich gewesen wäre, dass es schon sehr dämlich wäre, wenn ich das nicht als erstes probiert hätte. Gut, klappt nicht. Dann nehmen wir halt diesen hier. Sperren uns mal wieder ein. Das macht hier aber absolut keinen Sinn. Ich habe so die Vermutung, hier war doch mal eine Dose, die wir hatten. So, die. Und wenn wir die hier jetzt noch gegenschmeißen. Ja, gut. Dann können wir die Tür auch aufkriegen. Wo jetzt allerdings die Dose vorliegt. Da finden wir allerdings nur einen Eimer drin. Bringt uns also richtig viel. Dann gucken wir mal hier. Hallo. Und ja. Wir hätten einfach direkt alle Türen öffnen sollen. Denn jetzt ist klar, wir müssen dahin. Sind hier schon wieder... irgendwelche Geister unterwegs? Nein! Oh, dass ich immer die falschen Sachen nehme. Ich hasse es. So. Jetzt aber. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Was habe ich gesagt? Uns kann nichts mehr aufhalten? Ich nehme das zurück. Hüpf!